ich glaube, da für uns beide sprechen zu dürfen, indem ich sage, Gin war schon im Vorfeld vor dem Dresen immer das Getränk unserer Wahl. Also wir haben uns da fleißig die Landschaft der großen Gin-Sorten getrunken und damals, glaube ich, fing gerade so eine Art Bewusstsein im Barbereich an, dass, ja, dass es nicht nur die drei einschlägigen Marken gibt, den blauen, den gelben und den grünen, sondern vielleicht auch noch ein paar andere. Und ja, wir waren recht neugierig in Sachen Gin. Die letzte innerstädtische Distillerie in München hat vor über 30 Jahren dicht gemacht. Klar, der Trend ging zur industriellen Produktion. In der Stadt war es einfach zu teuer. Wie bei allen Dingen hat man Betriebe verlagert und effizienter gestaltet. Und wir haben gesagt, warum dreht man nicht einfach ein bisschen die Zeit zurück? Warum nicht wieder eine Destillerie in der Stadt gründen, in der wir alles selbst produzieren, vom Ansetzen der Kräuter über die Destillation, Abfüllung, Etikettierung, eine richtige kleine Manufaktur hier schaffen? Warum gibt es sowas nicht mehr? Warum wollen die Menschen denn wirklich nur diese Industrieprodukte genießen? In anderen Bereichen ist es ja auch so, dass man handwerkliche, regionale Produkte schätzt. Warum nicht auch in diesem Bereich? Und da sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir geben München wieder eine Destillerie zurück und stellen hier wirklich in der Stadt, in einem Hinterhof, eine Spirituose her. Bei mir ist es so, ich bin vor knapp 3 Jahren dazugestoßen, auch eigentlich getrieben auf der Suche nach dem perfekten Gin, den ich irgendwo auch im Duke Gin eben gefunden habe, und dann zu sagen, da will ich auch mein Herzblut mit reinstecken. Als ich dazu kam, habe ich dann eben auch sehr schnell gemerkt, dass die Jungs wirklich vor lauter Leidenschaft für ihren Gin, für das Handwerkliche, für das selber Destillieren, gar nicht dazu kamen, das auch mal nach außen zu tragen, den Gin auch wirklich mal anderen Leuten zugänglich zu machen. Das ist dann eben der Punkt, wo ich selber eingehakt habe, mir mal Gedanken gemacht habe, wie können wir denn unseren Gin auch mal mitteilen. Und da war das Wichtigste einfach, denke ich auch, dass wir das Ganze ehrlich betreiben. Trotz aller Büroarbeit lassen wir uns aber auch zumindest hier regional nicht nehmen, unseren Gin auch immer noch persönlich ab und an auszufahren, um auch mal ein persönliches Wort mit den Händlern wechseln zu können. Schön finde ich persönlich, dass man unseren Gin mittlerweile nicht mehr nur hier in München trinkt, sondern durchaus auch in anderen Regionen, Städten und auch schon im Ausland. Der Duke Gin sollte schon sehr, sehr wacholderlastiger Gin werden. Ich glaube, das schmeckt und riecht man ganz deutlich. Die anderen Gewürze hatten die Funktion, den Wacholder ein bisschen spannender zu gestalten. Dann haben wir noch zum Beispiel zwei pfeffrige Kandidaten. Das ist der Kobebenpfeffer und die Ingwerwurzel. Die sorgen einfach dafür, dass der Gin hinten raus noch so ein leichtes Prickeln mit sich bringt. Der verlängert einfach den Geschmack, zieht es ein bisschen in die Länge, macht es ein bisschen komplexer. Sehr, sehr speziell ist zum Beispiel unser Hopfen und Malz, unsere bayerische Note. Gerade das Malz ist ein schöner Weichmacher, der macht den Gin sehr geschmeidig hinten raus. Nachdem wir die Destillerie gegründet und die Räumlichkeiten eingerichtet hatten, haben wir knapp ein Jahr an der Rezeptur gearbeitet. Das war eine sehr entbehrungsreiche Zeit natürlich. Wir hatten keinerlei Umsatz. Es stand immer die Unsicherheit im Raum, bekommen wir denn überhaupt eine Rezeptur hin? Bei der Auswahl der Kräuter haben wir in erster Linie auf Qualität natürlich geachtet. Daher arbeiten wir nur mit Bio-Zutaten, was aber jetzt keine ideologische Entscheidung war, sondern tatsächlich eine qualitative. Besonders bei den Wacholderbeeren merkt man einfach diesen stärkeren, kräftigeren Geschmack einfach, besonders dann im Destillat. Und darüber hinaus haben wir viele Kräuter noch zum Abrunden mit eingesetzt, die jetzt vielleicht nicht hinauszuschmecken sind, aber wie der Hopfen und das Malz, die den bayerischen Einschlag geben, aber auch eine schöne Weichheit einfach hineinbringen. Gerade wenn man den Gin pur trinkt, dann will man doch nicht diese Sprittigkeit, diese Schärfe haben, sondern eine Rundheit, die man vielleicht auch hinbekommen könnte, wenn man Zucker hineingäbe, was wir natürlich nicht tun. Aber gerade durch das Malz bekommen wir wirklich eine sehr schöne Weichheit hin. Und dadurch werden auch die anderen Aromen ein bisschen hervorgehoben.
Das Herzstück unserer Firma ist natürlich unsere kupferne Destillieranlage. Da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass die genau zu unserem Betrieb passt und haben die richtige schließlich gefunden bei der Firma Karl, die selbst seit Generationen in Handarbeit diese Anlagen baut und auch speziell für uns diese Anlage entworfen hat und in der wir unseren Gin genau so destillieren können, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Als wir begonnen haben, waren wir tatsächlich zwei Leute. Das heißt auch gleichzeitig, dass wir wirklich die eierlegende Wollmilchsau waren. Man hat wirklich alles gemacht. Wir waren sehr stark in der Produktion eingebunden und haben wenig Zeit gefunden, andere Dinge zu machen. Zum Beispiel was Kräuter und Gewürze angeht, das sind nun mal Rohstoffe, da richtet man sich nach dem Erntekalender. Das sind nicht jederzeit verfügbare Waren und das waren Dinge, dessen waren wir uns nicht von Anfang an voll bewusst. Also da sind wir durchaus mal in die Verlegenheit gekommen, dass da etwas einfach nicht verfügbar war. Also dazu bedarf es einer gewissen Betriebsgröße, einer gewissen Mitarbeiterzahl, einer gewissen Arbeitsteilung, dass solche Dinge einfach vernünftig funktionieren. Die hohe Fertigungstiefe und die Handarbeit, die wir hier einsetzen, die garantieren natürlich auch eine gewisse Qualität. Von den Kräutern, die wir beziehen, bis hin zum fertigen Produkt machen wir alles hier im Haus. Es ist alles nachvollziehbar, es ist auch besuchbar und erlebbar für Menschen, die interessiert sind, die Destillerie mal kennenzulernen. Und dadurch garantieren wir einfach ein ehrliches, handwerklich hergestelltes Produkt. Jede Flasche geht ein paar Dutzend Mal durch unsere Hände, bevor sie verkauft wird. Und es ist einfach ein ehrliches Produkt, was letztendlich zu einem Preis zu kaufen ist, was mit qualitativ hochwertigen Industrieprodukten problemlos mithalten kann. Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Das ist zwar nicht unsere Firmenphilosophie, aber eines unserer 6 Zitate, die auf unseren Flaschen hinten zu finden sind. Und wir sehen das Ganze auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Es ist, der Genuss eines Gins ist immer auch verbunden mit einer gewissen Lebensart. Man sitzt vielleicht am Kamin, trinkt mit Freunden und so ein bisschen Philosophie und Kultur gehört da einfach dazu. Wir werden regelmäßig bei Brennereiführung gefragt, ob es denn in Ordnung ist, den Gin zu mischen. Natürlich, wir finden, zu einem guten Cocktail mit verschiedenen Zutaten gehören einfach gute Grundstoffe. Das Schöne an der ganzen Sache ist, der Gin ist ein kraftvoller Kandidat und kommt in der Mischung auch ganz kräftig durch. Das schönste Kompliment nach inzwischen doch über 5 Jahren, die wir jetzt die Firma haben, war, dass mal ein bekannter Barkeeper gesagt hat, dass der Duke Gin eigentlich in keiner guten Bar fehlen darf. Wir sind nun mal eine kleine Manufaktur und kein großer Industriebetrieb. Das bringt einfach viel Handarbeit mit sich. Wir können das nicht in beliebiger Menge herstellen. Und so haben wir zu jeder Flasche irgendwo einen kleinen besonderen Bezug. Jede Flasche ist zumindest einmal durch die Hand gegangen, das kann man schon mal sagen. Deshalb ist auch jede Flasche für uns was ganz Besonderes. Und wir hoffen natürlich, dass das auch für den, der so ein Fläschchen erwirbt, dass das bei dem genauso ist. Allerdings dennoch gilt bei uns, ein Trinkgefäß, sobald es leer, macht keine rechte Freude mehr.